Hallo zusammen und ein ganz, ganz herzliches Willkommen zu einer neuen Folge Anno 1800. Mir fehlt noch einiges an Material. Ja, ihr seht, es ist noch jede Menge zu tun. Es geht los mit der Arbeiterarbeitskraft, gefolgt von einem Lagerhaus, was hier unten natürlich noch fehlt. In der letzten Folge hatten wir angefangen, ohne die nötigen Elemente können wir keine Reaktion erwarten. Dazu fehlt natürlich auch noch die Arbeitskraft. Es sind jetzt 4 Stunden am Stück. Zeit, sich mal die Beine zu vertreten. Genau, 4 Stunden am Stück. Dankeschön. Ich würde ganz ehrlich... Kriegsschiff meldet sich zum Dienst. ...noch die paar Stahlträger hier gerne entladen und wird dann dazu... Achtung, Admiral anwesend! ...und wird dann hier dazu gerne noch... Route eingezeichnet. ...die 2 Messinghütten anwerfen. Aber ihr seht, es geht erstmal eine. Weil bei der anderen fehlt immer noch was. Stahl hätten wir jetzt mal wieder ein bisschen. Das ist zwar nicht viel, aber immerhin irgendwas. Wow, Teil eines Sets Atlantis. Dann laden wir das andere alles mal aus und das schicken wir dann wieder runter in den Süden, weil seit letzter Folge, also ich habe das nochmal offline bzw. offscreen nochmal recherchiert und habe dann festgestellt, wir brauchen wirklich, wirklich mehr Eisen. Also ich meine, hier oben in Crown Falls, klar, es gibt hier 9 Eisenvorkommen, aber irgendwie bin ich der Ansicht, das senkt alles meine Attraktivität. Und ich bin jetzt so froh, dass man mal mit so viel Einfluss... Ist das aufregend? Eine Berühmtheit ist gerade angekommen. Okay. Mittlerweile haben wir hier so viel Einfluss generiert und das würde ich sag mal, alles zerstören, wenn wir jede Menge, ja, ich sag mal, die Schweinezucht hier auf der Insel ausbauen würden, wenn wir jede Menge, natürlich auch die Seifenproduktion, die dann die Schweineställe mit einschließt, dann auf jeden Fall das Eisen. Das gibt natürlich auch einen Attraktivitätsmalus. Ich weiß gar nicht mal, wo das war. Hier. Der Hochofen hat schon wieder 5 Attraktivität weniger. Genauso das Stahlwerk hat auch viel, viel weniger. Und ja, das gefällt mir alles nicht so. Deshalb, hatte ich schon drüber nachgedacht und vorletzte Folge, ob wir nicht irgendwie die Produktion hier, diese ganze Schweineproduktion, die Seifenproduktion und so weiter und so fort, ob wir das nicht irgendwo auslagern können. Und dafür bietet sich hier unten die Insel im Südosten, bietet sich super an, finde ich zumindest. So, das Lagerhaus ist ganz klar hier völlig überfordert. Und eine von diesen ganzen Fabriken. Ich hätte es einfach so lassen. Und ihr seht schon, also Stahl. Alles bereit. Stahl wird von uns jede Menge gebraucht. So. Dann könnten wir jetzt auch die 2. Messinghütte mit anschmeißen. So, jetzt werden zumindest mal die. Die Dampfmaschine produziert. Das ist jetzt schon im Insellager. Eine Dampfmaschine. Ach, das ist ja mit Elektrizität. Ja, okay. Ja. Man braucht dann im Prinzip eine nur noch, genau, 145 Sekunden zum Arbeiten. Die würde normalerweise, die Motorenfabrik würde normalerweise 1,5 Minuten brauchen. So war das. Oder die Dampfmaschinenfabrik. Oder mit, Entschuldigung, Motorenfabrik. Schlag doch richtig. Genau, weil die erfordert Elektrizität und ohne Elektrizität bräuchte die eine 1,5 Minuten. Aber wird ja gefordert. Ihr seht auch, diese Motorenfabrik senkt unsere Attraktivität. Zwar nur um 10 Punkte, aber ich bin ganz ehrlich, Kleinvieh macht hier auch Mist. Und ja, so ist es. So, ein Quarzsand. Da haben wir mal noch zusätzlich meine Quarzgrube. Keine Arbeitskräfte mehr. Macht nichts. Dann warten wir mal hier noch welche nach. So, zack. Bauen wir das hier mal noch aus. Dann legen wir den Weg noch quer und dann. So. Jetzt schauen wir mal, ob hier alles noch soweit okay ist. Vor allem für die, ja, 20 zu 20. Also es ist schon ganz, ganz knapp. Hier auch schon, es wird hier sogar ein ganz kleines bisschen mehr nachgefragt, wie eigentlich produziert wird.
Und was machen unsere Fischgründe? Ihr seht schon, mittlerweile ist jede Menge Fische am Start. Das Insellager ist mega voll. Erwarten neue Horizonte. So, unser kleines Bergungsschiff ist auch wieder da. Das passt wunderbar. Dann gehen wir mit dem Bergungsschiff und mal mit zwei anderen Schiffen gehen wir mal nach Begleitung. Und dann fahren wir mal wieder zum Leb. Die armen Kerle brauchten all das Holz und das Eis nicht mehr. So erfroren, wie sie waren. Bevor wir also dann habe ich mir ein Haus draus gebaut. See Richtung, oder als große bereit. Fahrt Richtung die neue Welt bleibt. So, okay. Die Dampfmaschine, das läuft. Die Motorenfabrik also ist da, das heißt, jetzt hat man ungefähr noch Viertelstunde oder ich sag mal in 10, 12 Minuten hätten wir, Viertelstunde eher, hätten wir das Frachtschiff. Das Problem ist mit den Frachtschiffen nicht die Bauzeit und nicht die Motorenfabrik und wenn das alles mal so in geordneten Bahnen läuft, dann passt das wirklich alles. Meiner Meinung nach ist wirklich das Problem bei diesem Frachtschiff der Unterhalt. Wie kann sich da der Unterhalt rechtfertigen, nur wegen 6 Frachtplätzen und 2 Itemplätzen? Okay, das sind 8 Plätze. Ein Clipper hat zum Beispiel 4 Frachtplätze und einen Itemplatz. Klar, da passt nicht so viel rein, ist alles gut, aber der Clipper kostet 175. Wenn man das jetzt mal 2 rechnen würde, hätten wir für 350, hätten wir 8 Lagerplätze und 2 Itemplätze. Klar, das sind 2 Schiffe, die ja wieder unterschiedliche Lade- und Entladezeiten brauchen und so weiter, aber trotzdem, also das ist ja hier in keiner Weise irgendwie gerechtfertigt, warum das Teil jetzt ja halt 500 in der Unterhalt kostet. Verstehe ich echt nicht. Das hier zum Beispiel, das ist schon ein bisschen was anderes, das kostet im Unterhalt 850, ist halt aber auch ein Schlachtkreuzer, der halt auch für Expeditionen gleich mal 70 Gefechtskunde mitbringt. Da brauchen wir über gar nichts mehr nachdenken, grob. Reinweg über gar nichts mehr. Sondern das ist dann einfach so. Und wie gesagt, die Monitor, die hat nicht so viel Frachtplatz, aber auch nicht so viel Item-Slots. Dafür ist das wie so ein Panzerschiff. Und der Öltanker, der hat nur einen Frachtplatz, kann aber da kann dort sehr, sehr viel Öl aufnehmen und halt durch die Gegend schippern. Was ich ja eigentlich auch machen wollte. Ich wollte eigentlich in der neuen Welt, wir haben hier, ihr habt es gesehen, wir haben hier 20 Ölvorkommen. 20 Stück. Und wir hätten hier die Möglichkeit, selbst mit Elektrizität, machen wir mal den Blaupausenmodus an, dann schauen wir mal, ob wir, ja, können wir, könnten wir. Aber hier oben, das fehlt. Ich habe dann gelesen, also ich habe dann offscreen mal recherchiert, vor uns mal schnell, zwischendurch, bei der Pause. Und dann habe ich festgestellt, es gibt, ich sag mal, ja, Richtung Endgame. Vom Anno 1800, sagen wir mal, keine Ahnung, so ungefähr zwischen dem 60. und 80. Prozent, wenn man dann Richtung letzte Bevölkerungsstufe, diese Gelehrten geht, nachdem wir die Expedition erfolgreich hinter uns gebracht haben und das neue Land entdeckt haben, dürfen wir noch Gelehrten bauen. Gelehrtenhäuser bauen, dass dann Gelehrten bei uns einziehen und dann hätten wir, glaube ich, sogar eine Möglichkeit, solche Ölfelder zu verlegen. Das heißt, die Ölfelder, die bleiben dann nicht hier, sondern die könnte man anklicken und könnte man die woanders hinsetzen. Ja, richtig. Also ich habe das selber auch noch nie so ausprobiert, habe das selber auch noch nie gemacht. Ich habe jetzt bis jetzt nur drüber gelesen, aber ich freue mich riesig drauf. Das werden wir zusammen erkunden und das werden wir zusammen entdecken. Und dann bin ich mal gespannt, ob das so wirklich stimmt. Also wobei, so richtig dran glauben tue ich eigentlich nicht. Aber na gut, schauen wir mal. Hier, das wäre zum Beispiel ein bisschen besser. Das Problem ist, hier sind halt unsere Bananenplantagen außenrum. Und das ist richtig mies. Aber wir könnten es zumindest hier, könnten wir was hinbauen. Und hier oben, ich schätze mal hier oben zum Beispiel, hier kriegen wir auch was rein. Das heißt, wir müssen die Plantagen leicht mal ein bisschen verstellen, ein bisschen was anders machen. Wir befinden uns in bester Gesellschaft. Eine Souvenir, klar, nimmer. Und ein bisschen was anders machen. Oder wir versetzen auch die Ölquellen und setzen die irgendwo anders hin. Müssten aber dann, wie gesagt, den Zugang
zu einer Landzunge bauen, dass wir das Öl verfrachten können oder irgendwo rausschicken können. Oder hier zu der Landzunge, irgendwo müssen wir es hinbauen. Irgendwo müssen wir dann diese, also jetzt das Kraftwerk nur in der alten Welt, aber irgendwo müssen wir dann den kleinen Ölhafen hinbauen. Und dazu müssen wir dann halt hier ja, schauen, dass wir das irgendwie wegkriegen. Hier zum Beispiel sind ganz, ganz viele Ölquellen. Hier, jede Menge. Könnten wir auch benutzen. Also, schauen wir mal. Hier, ihr seht es. Ist gar nicht so schlecht. Könnten wir hier eine Raffinerie hinstellen und vielleicht, ich sag mal, hier eine grob und hier eine. Die könnten wir dann auch gerade mit dem Zug... Das ist eigentlich eine sehr gute Idee. Hier zum Beispiel einen kleinen Ölhafen ran. Und dann bräuchten wir eigentlich gar nicht so viele... Wenn wir das jetzt noch drehen. So. Das so noch drehen. Könnten wir hier recht zügig... Könnten wir hier so anfahren. So hier. Bräuchten wir allerdings noch ein bisschen Stahl. Aber wir kommen so ran. Und das ist dann ein relativ, eigentlich ein ganz, ganz kurzer Weg. Dann bauen wir mal 1, 2, 3. Ah, das passt nicht. Ah, das passt nicht gerade so. Passt das jetzt? Jawohl, das passt. Mega. Zack, zack, zack. Das heißt, das komplett aufzubauen, ihr seht, da braucht man Stahlbeton, braucht man sehr, sehr viele Stahlträger und man braucht noch Fenster. Also von allen etwas. Also sagen wir mal von jedem, ja, von Stahlträgern auf jeden Fall locker 100 und mindestens mal Fenster wie Stahlbeton 20 Tonnen auf jeden Fall. Ungischen. Die Grenze zwischen Gut und Böse scheint jeder raus und tu es. Sei impulsiv. Begeisterten Theaterbesucher. Wo sind sie denn? Begeisterten Theaterbesucher. Moment, schauen wir mal. Hier ist das Theater. Und das sind die begeisterten Theaterbesucher. Wir müssen uns verteidigen. Unsere Ideen sind zu kostbar, um sie auf... Schauen wir mal. So. Zack. Und weg. Dankeschön. Du schöpfst Mut aus deinen Überzeugungen. Kann nicht mehr offen zugänglich sein, sondern im Interesse aller. Ja, wie gesagt, die zwei, das Aufgabenbuch, die zwei, das sind tatsächlich noch zwei neue Regionen, die wir bereisen dürfen. Da ist aber, in der, bevor wir da in die Region gehen, würde ich wenigstens, dass ein Konkurrent von der Karte gefegt ist, weil die Inseln dort, ja, die sind klein und die Inseln, die sind, wie soll ich denn das sagen, die sind auch nicht so groß. Beherbergen aber sehr viel, ja, sehr viele tolle Sachen, die man ja, da in sehr kurzer Zeit aufbauen müsste. Dafür braucht man auch dann gleichzeitig auch sehr, sehr viele Schiffe, dass man sehr, sehr viele Baustoffe in kurzer Zeit am Anfang darüber geschippert bekommt. Ich würde sagen, oder ich denke, das Schiff war ihr Sarg. Ich denke, dass der Doktor schon auf die Insel geschippert ist, beziehungsweise hat das Eiland schon erkundet. Und das Land der Löwen ist dann im Prinzip genauso. Das ist ähnlich aufgebaut wie unsere Karte hier, nur... Ich glaube, die Inseln sind auch nicht so groß und ja, dort dürfen wir sehr, sehr viele Quests machen. Das ist eine wunderschöne Geschichte, die dort durchfällt, die dort durchspielt. Habe ich auch noch nie ganz abgeschlossen. Ich habe mich dann eher auf die Bevölkerungsstufe konzentriert, aber ich freue mich riesig, dass ich das mit euch zusammen machen darf. Stillgestanden, der Admiral. So. Sprich zu den Menschen dieser Insel. Legt Zeugnis ab von den Lügen der heraus unserem fortschreitenden Handel. Er wächst keine Hierarchie der Besitzenden. Er ist lediglich Ausdruck wirtschaftlicher Notwendigkeit. Na ja, genau, wirtschaftlicher Notwendigkeit. Und unsere Prinzessin bräuchte jetzt Gold. Und zwar nur das Gold als Erz, aber sie braucht 50 Tonnen Gold. Ich wüsste nicht für was, aber... Ein neuer Auftrag? Könnten wir Bente irgendwie noch was Gutes tun? Nee. Okay. Ich fordere dich auf, dich selbst in Frage zu stellen. Genau, ich stelle mich jeden Tag in Frage. Holz können wir nicht, Rindfleisch. Rindfleisch hätten wir vielleicht 50 Tonnen Rindfleisch irgendwo. Schauen wir mal.
Ja, haben wir tatsächlich auch. Okay, dann fahren wir mit dem Flipper mal zurück und besorgen uns diese 50 Tonnen Rindfleisch. Ja, passt eigentlich, ne? Mich würde es trotzdem noch richtig interessieren. Hier gibt es zum Beispiel sehr, sehr viele Fenster. Alles bereit. Aber ich denke mal, wir nehmen das alles aus Crown Falls mit. So, 50 Tonnen vom Rindfleisch. Rude übernehmen. Einmal fürs Doktorchen. Da gibt es nämlich dann wieder schöne Rufpunkte bei ihm. Das Einzige, was man noch ein bisschen Gedanken macht, ist unsere Prinzessin. Vielleicht braucht die hier irgendwas. Schaut mal auf diese ganz kleinen Inseln, wo die sich überall festgesetzt hat. Das ist ja richtig geil. Okay, hier bräuchte zum Beispiel Bananen. Hören Sie uns zu, oder es wird hässlich. Ein Demonstrant droht Unruhe zu stiften, wenn sie seine Forderungen nicht erfüllen. Okay, was wollen wir denn machen? Die Bedingungen sind schlecht. Alles klar. Deine Leute erheben sich wie gepeinigtes Vieh, das einmal zu viel von der Knute gekostet hat. Versorgen Sie den Einwohner mit Stahlträgern und versorgen Sie die Einwohner mit 24 Tonnen Kanone. Was wollen die mit so viel Kanonen? Okay, ich habe nichts gesagt. Flotte erwartet Befehl. Das ist unsere Flotte. Dann fahren wir mit dem Schiff mal retour. Kurs gesetzt. Bei unserer Flotte, die liegt ja hier gleich ganz knapp vor Anker. Dann fahren wir mal mit dem Schiff hierher und holen uns mal diese, wie viel, diese 24 Tonnen Kanonen oder was sie haben wollen. 25 Tonnen, machen das 24 Tonnen Kanonen. Dann fahren wir die gleich mal nach Crown Falls hoch. Bereit für den Einsatz. Ah, die braucht jetzt auch, die braucht Schweine, okay. Bente braucht Schweine. Hat sich auch auf jeder kleinen Insel hier festgesetzt, ne? Unglaublich. Aber gut, ja, so soll es sein. Auf Ihren Befehl. Ein neuer Auftrag? Seife und... Wow. Also Bier gibt es hier auch genug. Also das läuft... Das läuft als ein Selbstläufer ohne gleichen. Unglaublich. Alles bereit. So, dann holen wir mit ihm... Holen wir mal diese 24 Tonnen Kanonen. Und fahren da damit mal in die... Ins Kap Trelawney. Nach Stahlwerk. Bevor die... Ja, richtig. Rambazamba machen dort oben. Die Lager sind voll. Ja, das ist richtig. Die Zementmine ist hier schon da. Die ist auch voll. Jetzt bräuchte man hier im Prinzip nur noch dieses Zementwerk. Bräuchte man eine Eisenmine. Gibt es hier Eisen auf der... Ja, hier. Man könnte hier komplett ein Betonwerk. Eine komplette Produktionskette vom Betonwerk komplett machen, da wäre auch die Attraktivität wäre relativ Wurst. Könnte man aber bauen und könnte dann den Stahlbeton überall hin verteilen. Okay. Die Pause ist vorbei. Jawohl, Pause vorbei. Weiter geht's, Freunde. Ja, das Lager ist voll. Perfekt. Es wird nicht gerade leichter, wenn jemand zusieht. Ja, hier wäre das... Ja, okay, hier wäre das Betonwerk. Das heißt, wir fahren das dann hier runter. Und für... Sind Sie neugierig? Ja, genau. Für Stahl und Zement gibt es dann... Ja, ja, das wäre auch eine gute Alternative. Wir könnten ja unsere Flotte hier nehmen. Fahren wir dort hoch. Wasser auf die alte Dame ist Verlass.
Auf Kurs halten! So. Fahren wir hoch, holen uns hier oben alles Zement, was geht. Gibt es halt leider nur 150 Tonnen. Aber vielleicht können wir da noch ein bisschen Abhilfe schaffen. Mit einem Depot vielleicht. Ja, irgendwo, genau, irgendwo war noch eine andere Landezone. Ah, da fehlt ein Ziegel. Okay, kein Problem. Jetzt haben wir 250 Tonnen jetzt mal Platz hier. Und es fehlen wieder Stahlträger. Okay, alles klar. Okay. Also das ist wie Crown Falls, ist genau dasselbe. Bereit für den Einsatz. 32 Tonnen Stahlträger, das heißt, wir könnten hier gar nicht mehr viel nehmen. So, das Einzige, was wir mitnehmen können, damit wir hier die 32 Tonnen noch haben. So. Dieses Umfeld ist derivativ. Was ist das? Derivativ? Alles klar. Umweltverschmutzung. Ihr Volk verabscheut Umweltverschmutzung. Ja, das stimmt. Das Problem ist dran, wir brauchen sie erstmal. Zufriedenheit gibt es dann auch durch die Hochräder. Ja, genau. Und durch Uhren später. Okay, was brauchen wir denn für die Hochräder? Für die Hochräder brauchen wir Kautschuk. Dann könnten wir einfach Hochräder bauen. Ich könnte niemals die Sicht der Handwerker verstehen. Auch wieder Kurz. Elektrizität, ich glaube es nicht. Aber kein Problem, das hätten wir ja. Ja, eine Hochradwerkhalle. Bräuchten wir eigentlich noch ein paar Ingenieure. Wie bräuchte man da 150? Machen wir trotzdem mal den Blaupausenmodus wieder rein und schieben die Hochradwerkhalle wenigstens mal hier rüber. Und jetzt bräuchte man halt noch ein Schiff und Kautschuk. Das bräuchte man von da. Das bräuchte man halt hier, bräuchte man jetzt Kautschuk. So, wie kriegt man denn hier Kautschuk? Hier gibt es Kautschuk. Fehlende Fortne, das war wieder klar. Ah, hier kann man Kautschuk. Okay, hier kriegt man Kautschuk-Fruchtbarkeit. Das heißt, ziehen wir mal lang. Hier Was kann ich für Bananen. Dich tun? Na, dann ziehen wir dann hier vorne, würde ich vorschlagen. Hier vorne irgendwo Kautschuk auf, oder? Was sagt ihr? Oder vielleicht hier unten? Vielleicht hier dann angefangen, mal irgendwie ein bisschen Kautschuk zu bauen. Ich weiß ja nicht genau, wie viel davon was ist. ...144 Felder werden dafür benötigt. Alles klar. Genau das wollte ich wissen. Drei Felder mal schnell. Vier Kautschuk-Plantagen mal hier schnell hingezimmert. Isabel hätte bestimmt noch ein Schiff zu finden. Hast du irgendwelche Schiffe auf ihren Befehl? Dann ziehen wir mal schnell hier den Clipper. Dann nehmen wir mal hier die Kautschuk-Plantagen. So, wie lange brauchen wir? Eine Minute. Also pro Minute 4 Tonnen. Das ist sehr gut. Okay, das passt. Es fehlt nur noch hier. Im Endeffekt fehlt jetzt nur noch ein Lagerhaus. Das ziehen wir mal hier drüben auf. So, kein Problem. Jetzt Alles machen wir bereit. Schnell eine Handelsroute von Santa Totuna ins Kap Trelawney. Und zwar laden wir da jede Menge. Wir laden da jede Menge Kautschuk auf.
So. Sehr schön. Los geht's. Los geht's. Schon geht's los, die wilde Fahrt. Sehr schön. So, nichtdestotrotz. Hier oben holen wir uns mal hier ein. Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Naja, gut. So viel brauchen wir jetzt nicht mehr. Das waren nur 150 Tonnen. Alles gut soweit. Genau, ohne die nötigen Elemente können wir keine Reaktion erwarten. Mal, dann könnten wir hier später. Hier brennt was. Hier brennt was. Hier brennt was. Es brennt. Feuerwehr mobilisieren. Bevölkerungszufriedenheit liegt nur noch bei. Okay, warum? Ich bin unvollendet. Warum sind die Hand. Ah, ja. Wir bräuchten ja eine Kirche. Wir haben auch vergessen, wieder aufzubauen. So, schon sieht die Sache wieder anders aus, oder? Genau, 24. Zufriedenheit, Durchschnitt. Perfekt. Oh, du Bittersüße. Ei! So, die fahren hier also rum, das ist perfekt. Du hast Doktor schon. Ah, Mist. Sind unterwegs. Okay, dann tun wir fürs Doktor schon wieder Glas einsammeln. Das haben wir natürlich jetzt vergessen. Ja gut, man kann ja nicht... Hier gibt es so viel zu tun, man kann hier nicht gleichzeitig an alles denken. Dies ist der Wahnsinn. Weite Ozean. Die Prinzessin braucht man wieder nur noch Gold. Entfernt von allem, was gibt's mir hier oben? Keine Nachfragen natürlich bei uns. Bände auf ihrer Hauptinsel wird auch nicht benötigen. Kannst du es auch kaum erwarten, dich kopfüber ins Ungewisse zu stürzen? Wunschlos glücklich. Hier gibt es halt drei Eisenvorkommen. Das ist halt richtig cool. Hier gibt's. Die Flammen sind außer Kontrolle. Eins. Okay. Ja, wir haben ja schon mobilisiert und alles. Es geht gleich los. Alles gut. Ja, ein Haus ist dieser Rauch. Ich sehe die Hand vor Augen nicht mehr. Alles gut. Alles gut. Hätte ich dir aus den steifen Fingern pulen sollen. Mhm. Wie sieht's aus mit der Diplomatie? Oh, Dankeschön. Ist es üblich, ein Gegengeschenk zu machen? Sehr wahrscheinlich, Bente. Alle Einnahmen fließen direkt in die Stiftung. Und? Ich bin so gerührt. Dankeschön. Und wenn wir jetzt nochmal zwei, drei Gebäude Sachen wurden zum Raub der Flammen. Und wenn wir jetzt noch zwei, drei Sachen für die Prinzessin erledigen, Quests und so weiter und so fort, dann denke ich mal, sind wir auf einem guten Weg, dass die Prinzessin auch uns neue Ziele wieder mit richtig viel Ruf wohlgesonnen ist. So, Rindfleisch brauchen wir nicht mehr, Schweinchen brauchen wir hier auch nicht mehr. Wir holen uns jetzt noch ein bisschen Quarzsand hier ab. So, Rohstoff. Gute eingezeichnet. Zum Doktor schon. Ich hoffe mal, dass wir jetzt dran denken, dass wir nicht nur hinfahren, sondern wir bitte auch ausladen. Nein, jetzt brauchen wir wieder Rindfleisch, ich glaub's nicht. Bleib hier, bleib hier, bleib hier. Jetzt haben wir das Rindfleisch gerade wieder eingeladen, ne? Ich glaub's nicht. Setz die Segel! 12 Tonnen Rindfleisch brauchen. Und 50 Tonnen Quarzsand. Also das gibt dann. Es gibt dann wieder einen schönen Puffer an Geld. Wie gesagt, 15 Millionen haben wir schon. Dann könnten wir uns mal fröhlich hier. Könnten wir mal wirklich uns im Gefängnis mal auf. Betrachten Sie es als Vertrauensbeweis. Eine Abholaufgabe für den 10. Nee. Ihre Weigerung ist höchst verdächtig. Nein, ist sie nicht. So, wie sieht's denn aus in Crown Falls? Hätten wir jetzt. Jetzt dürften wir es bauen. Wir dürften jetzt unser erstes Frachtschiff bauen. Geil. Ah, und da werden jetzt. Okay, da werden jetzt die. Okay.
Das heißt, wir bräuchten jetzt, wenn wir das starten, bräuchten wir jetzt aktiv 200 Ingenieure, die in dieses Geschehen eingreifen. Okay, wieder was gelernt. Das sind 158. Mir fehlt noch einiges an Material. Ja, stimmt. Da fehlt Holz. Warum fehlt hier Holz? Ach, weil man hier das... Schönen Tag auch. Es hat alles so seine Bewandtnis. Es hat alles so seinen Sinn und seinen Verstand. So, da bauen wir den Holzfäller hierher. Lassen wir hier das Sägewerk stehen und dann würde ich noch vorschlagen, bauen wir einen anderen Holzfäller, den bauen wir dann hier gleich daneben. So, hier würde ich vorschlagen. Und den ziehen wir dann gleich hier runter. Perfekte Produktivität. Und hier gibt es auch eine perfekte Produktivität. Das heißt, Bretter und Holz stellen wir wieder genug her und dann lassen wir extra noch einen Holzfäller wirklich nur Holz produzieren. Und dieses Holz geht dann in Verbindung. Ach, dieses Holz geht dann in Verbindung mit der Glashütte, wird dann aus dem Quarzsand, wird mit Holz und Glas. Gemeinsam sind wir so viel schwacher je. Wieso geht hier mit Quarzsand? Ist das aufregend? Eine Berühmtheit ist gerade angekommen. Kein Lagerhaus in Reichweite. Warum kein Lagerhaus in Reichweite? Ach, war das nicht richtig? Das ist nicht richtig angebunden, seht ihr das? Man müsste das hier anders anbinden und zwar so. Ja, jetzt geht das. Jetzt geht das vorwärts. Genau jetzt geht das vorwärts. Perfekt. Einmal frei. So. Wir hätten nur 160 Ingenieure hätten wir bis jetzt. Die Uhren. Ist die Uhren sind freigeschaltet. Okay, warum sind jetzt die Uhren frei? Nee, sind noch nicht freigeschaltet. Okay. So, jetzt. Jetzt ist hoffentlich alles paletti, um das erste Frachtschiff zu bauen. Mit 6 Frachtplätzen und 2 Itemplätzen. Bevor wir das aber bauen, möchte ich mich ganz, ganz herzlich bei euch bedanken fürs Zugucken. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich riesig über eine Bewertung freuen. Lasst bitte eine da. Gerne natürlich auch Kommentare. Ich lese mir alles, wie gesagt, immer wieder gerne durch. Und wenn ihr keine Folge mehr verpassen wollt, auch von meinen anderen Let's Plays und mich ein kleines bisschen unterstützen wollt, dann abonniert meinen Kanal und vor allem auch die Glocke. So verpasst ihr keine aktuelle Folge mehr. Vielen, vielen Dank fürs Zugucken. Bis zur nächsten Folge hier bei Anno 1800. Ciao, ciao.